Mein Name ist Matthias Küster und ich bin Geschäftsführer im Myrizeum. Das Myrizeum ist zum einen das älteste Naturkundemuseum in Mecklenburg-Vorpommern, 1866 gegründet mit einer naturhistorischen Landessammlung, die seit über 150 Jahren auf nunmehr über 300.000 naturhistorische Belege angewachsen ist. Es ist also ein klassisches Museum. Es ist aber auch ein Welcome Center der Region, das heißt eine Touristeninformation, die also den Kunden, den Besucher hier empfängt in die Region und weiterleitet in andere Highlights, die also hier in Mecklenburg-Vorpommern und der Mecklenburgischen Seenplatte zu erleben sind. Es ist zugleich auch das größte Aquarium bzw. die größte Aquarienlandschaft für heimische Süßwasserarten und ganz, ganz wichtig für uns auch außerschulischer Lernort der Region. Das heißt, wir bieten Veranstaltungsformate im Umweltbildungsbereich an, wo wir also im Fach Biologie und Geografie den Lernstoff in den Schulen ergänzen. Die Aufgaben des Geschäftsführers im Myrizeum sind sehr vielseitig. Man hat von der Budgetplanung über die Personalplanung, auch über die fachliche Strategie zu entscheiden und mit den Kollegen zusammen diese Dinge voranzubringen und auch, das heißt im täglichen Geschäft, die Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen, aber natürlich auch Strukturen zu schaffen, um eine nachhaltige Entwicklung für das Myrizeum zu gewährleisten. Greifswald ist der Ort zum Studieren, schlechthin. Ich habe mich damals also richtig entschieden, nach Greifswald zu gehen. Das hat viele Ursachen. Zum einen ist es so, dass die Struktur des Studiums, des Fachstudiums sehr gut angelegt ist. Das heißt, man kann also in viele Teilbereiche hineinschauen, man kann sich also in vielen Teilbereichen bilden. Das Studium im Grundstudium ist sehr breit angelegt. Man fokussiert sich dann im Hauptstudium auf spezielle Teilaspekte und kann sich dann über seine Qualifikationsarbeiten dann auch spezialisieren. Zum anderen ist es der Ort der kurzen Wege. Das heißt also, man kommt schnell mit dem Fahrrad von Institut zu Institut oder zur Mensa oder zur Universitätsbibliothek, aber auch zu Orten der Erholung. Das heißt, man ist auch als Student schnell mit Freunden auch am Strand. Das ist also auch ein Lebensgefühl, was man also in Greifswald hat. Wenn man in Greifswald studiert, dann lernt man Fachliches und man lernt fürs Leben. Und es ist schön, in Greifswald zu studieren. Deswegen kommt nach Greifswald und studiert dort.